So, Freunde, Pumping Erdschein hier. Wir werden heute Waden und Brust trainieren. Ich fange mal mit Waden an. Es sind ja immer wieder Fragen, wie soll ich meine Waden trainieren? Die wachsen nicht und so weiter. Waden ist in der Tat eine Veranlagung. Man kann ihn aber in der Tat auch mit richtigem Training gut verbessern. Das heißt, ihr müsst entweder mehrere Wiederholungen mal ausprobieren und mal auch schwere Gewichte hinlegen und auch verschiedene Winkel immer wieder hernehmen, Freunde. Ob sitzende Wadenmaschine, stehende oder ich nütze auch manchmal die Beinpresse. Ich zeige euch mal vor. Also die Knie bleiben gebeugt. Das Gewicht streckt ihr nur mit Fußspitzen raus und spannt die Wade hier an. Ja, das geht, wie ich finde, mehr nach außen und für den innersten Teil. Ich finde, eine sehr effektive Übung. So, Freunde, wie überall auch hier, die Kontrolle über das Gewicht müsst ihr selber übernehmen. Wenn das Gewicht irgendwann die Kontrolle übernimmt, dann spürt ihr mit Sicherheit nicht den Muskeln. Ihr könnt auch immer wieder die kurzen einbauen, um den höchsten Punkt anzusprechen. Ich muss sagen, ich hatte wirklich schlechte Waden, auch wenn ihr nicht glaubt. Ich habe aber die Waden sehr, sehr ernst genommen, weil ich finde, wie Unterarme auch, die Waden sind die ersten Muskeln, die einen begeistern. Deswegen trainiere ich auch Waden vor Brusttraining. Wenn ihr eine Schwachstelle habt, Freunde, versucht mal das als erstes zu trainieren, nicht als letztes. Als letztes hat man keine Lust mehr dafür. Vor allem auch Wade, ein kleiner Muskel ist, vernachlässigt man sehr oft. Das ist mein Tipp. Ich mache hier noch 3 Sätze, also 4 Sätze zwischen 8 und 12 Wiederholungen. Dann gehen wir raus und machen die nächste Übung. Ich zeige euch dann weiter. So, Freunde, zweite Übung, Wadenübung, sitzen. Ein altes Gerät. Die Fragen will ich beantworten. Wie soll ich meinen Fuß hinstellen? Ihr könnt in der Tat die Spitzen nach innen drehen, so. Dann spürt ihr mehr nach von außen, hier. Und wenn ihr so macht, spürt ihr in der Tat mehr innen. Also, es gibt ja 2 Köpfe, hier oder hier. Wade hat ja fast Herzform. Dann könnt ihr je nachdem entscheiden, wenn hier ist, wenn außen ist, Fußspitzen nach innen. Wenn innen schwach ist, Fußspitzen nach außen. Ich probiere beide Varianten aus, damit ihr seht. Also ich spüre sehr gut hier. Ihr werdet sagen, du hast Waden, die kannst du immer wieder spüren. Aber es ist in der Tat so, dass ich mich jeden Tag 100% herausfordere, egal was ich trainiere, ob ich einen Muskel stark oder schwach habe. Ich versuche jeden Muskel 100% zu trainieren. Und wenn ihr so praktiziert, Freunde, oder die Mädels auch, dann wird auch euer Muskel irgendwann Dank aussprechen, indem der gut aussehen wird. 3 Sätze machen wir noch und dann war es das mit dem Waden. Dann gehe ich Brust rüber. Ich zeige heute ein Brusttraining für Ältere und für Mädels. Die Jüngeren können natürlich andere Übungen machen, aber ich werde dann, wenn wir bei Brust sind, darüber auch ausführlich reden. So, Freunde, wir haben Wadentraining beendet. Jetzt gehen wir langsam zum Brust. Ich trainiere mittlerweile seit 3, 4 Jahren mit Handschuhen. Leute, wenn euch mit Handschuhen besser gefällt, lasst, was die anderen sagen, trainiert für euch. Ich finde, ich habe mit den Handschuhen besseren Griff und meine Hände bleiben sauber. Nur weil ich Bodybuilding mache, müssen nicht meine Hände wie was weiß ich was aussehen. Ich habe früher auch ohne Handschuhe trainiert, allerdings habe ich Schwämme oder Grips hergenommen, weil ich meine Hände schützen wollte. So wie ihr euren
Hände schützen wollt, müsst ihr auch euren Körper schützen, weil es nicht um ein, zwei Jahre geht, sondern um 30, 40 Jahre. Deswegen, Freunde, ich habe auch Freunde, die genauso alt sind wie ich. Wir haben mal darüber ein bisschen gerätselt, wer wie trainiert mittlerweile. Und wir sind uns einig geworden, dass wir wirklich nicht mehr enorme Gewichte bewegen und kein Fleisch drauf haben. Ich sehe immer wieder Menschen, die 250, 300 Kilo Kreuzheben machen, aber null Fleisch drauf haben. Das ist nicht mein Sinn oder nicht mein Ziel gewesen. Mein Ziel war, so gut wie möglich auszuschauen, ohne Schaden, schützend und schätzend weiterzukommen. Deswegen, diese Übungen, was ich heute präsentiere, eignen sich wirklich für ältere Generationen perfekt, wobei die Jungen natürlich ihren Kraft, Grundkraft messen wollen. Die können ohne weiteres bei Flachbank drücken, Schrägbank drücken, ihre Kraft messen. Ich brauche das nicht mehr. Ich fange mit Schrägbank, Kurzhantel an. Das ist für Frauen sehr gut, weil eben oberer Bereich bearbeitet wird. Weil Bikini drauf ist, sieht man ja die unteren nicht. Und so kann man vorgehen. Also, ich werde heute 4 Übungen machen, 4 Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen. Das können die älteren Generationen, nochmal erwähne ich, ältere Generation vielleicht ab 35, die auch mit 60 trainieren wollen, schonungsvoll praktizieren, ohne sich weh zu tun. Also, ich beginne mit Aufwärmsätzen. Ich drehe die Hantel leicht nach innen und ich liefere meine Schulter nicht schutzlos aus, indem ich Ellbogen ein bisschen nach innen drehe. Also ich mache nicht so richtig, wo Schulter auseinandergerissen wird, sondern so. Damit habe ich mehr Kraft und ich kann Brust oben besser anspannen. Was ich auch gemerkt habe, Freunde, so drücken, wenn ihr so drückt, dann könnt ihr gleich Bankdrücken machen, dann braucht ihr nicht Kurzhantel in die Hand nehmen. Kurzhantel drücken macht für mich Sinn, wenn ihr zusammenführt und den Brust bis zum Äußersten zusammenpresst. Okay, das sind die Aufwärmwiederholungen gewesen. Jetzt gehe ich immer stufenweise schwerer und fange mit meinem Training an. Was auch sehr wichtig ist, Freunde, nicht fallen lassen. Schaut her, das ist jetzt mehr Belastung für Schulter. Aber wir wollen Brust. Deswegen ist es schwieriger, hier zu stoppen, wie runterfallen zu lassen. Deswegen suche ich immer den schweren Weg. Zack. Zack. Und zack. Okay. Zweite Übung für Brust. Ich gehe nach einem Drückübung immer ein fliegende Übung. Das kann Kabel sein, das kann fliegende mit dem Kurzhantel sein. Ich liebe persönlich diese Butterfly. Die ist isoliert. Man braucht nicht um Winkel sich konzentrieren, sondern nur auf die Bewegung, die den Brust dehnt und wieder anspannt. Schön rüber. Es ist wichtig hier, dass ihr so macht, wie wenn ihr einen Baum umarmt, Freunde. Also Ellbogen ist mit oben, nicht so, sondern hoch. Und ich spüre es richtig krass. Auch hier nicht ganz hinter. Brustübung oder Brustübungen müssen gut kombiniert sein. Dann kann man wirklich in 30 Minuten den Brust richtig zerstören. Und mein Brusttraining dauert sowieso nicht länger als 40 Minuten. Ich hole immer einzeln vor, damit ich mich nicht verletzen möchte. So, Freunde, zweite Übung fertig. Brust, wir gehen zur dritten Übung. Da mache ich Brustpresse und dann gehen wir zu den letzten Übungen, Brust. Wichtigster Punkt, Freunde, auch im Gym zu trainieren, dass ihr das Arbeitsgerät, bevor ihr euch reinsetzt, einstellt, Höhe, Gewicht, dass ihr nicht ein, zwei Sätze oder ein, zwei, drei Minuten herschenkt. Was ich immer wieder mitbekomme, dass die Leute höchstens 3, 4 Wiederholungen korrekt machen
Und die letzten Wiederholungen sieht man, dass die echt nicht mehr können. Und die holen noch 4, 5 raus, aber alle 4, 5 Wiederholungen sind nicht effektiv und nicht richtige, saubere Ausführung. Ich gehe auch hier rein. Schön anspannen, dehnen. Auch für mich war das ein bisschen schwer, aber am Anfang bin ich stärker wie am Schluss, deswegen mache ich die Stärkeren zuerst. Okay, dritte Übung für Brust. Auch 4 Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen haben wir beendet. Wir gehen zur vierten Übung. So, vierte Übung mache ich Flachbank Kurzhantel. Der Grund ist, der obere Brust würde als bei Flachbank, wenn man mit Flachbank anfängt, würde obere Brust nicht mitarbeiten. Da er jetzt aber voll ist, die Sehne auch voll aufgewärmt ist, arbeitet er bei Flachbank mit. Deswegen ziehe ich Schrägbank vor und gehe dann Flachbank Kurzhantel drücken. Da fange ich auch wieder da, wo ich bei Kurzhantel aufgehört habe, um keinen Satz herzuschenken. Bin ja schon warm, also volle Pulle, 4 Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen. Ich merke, dass der Muskel ziemlich voll ist. 3 Sätze mache ich aber trotzdem, bis Muskelversagen, dann ist der Brust voll und dann kann ich glücklich runtergehen und mein Supplement oder mein Kohlenhydrate reintanken und den Tag genießen. Okay, Freunde, das war Brusttraining. Wir haben 4 Übungen gemacht, 4 Sätze jeweils, 16 Sätze insgesamt, 8 bis 12 Wiederholungen. Wie ich Anfang des Videos gesagt habe, eignet sich für Frauen sehr gut, wobei ich das Training nicht für Frauen gemacht habe, sondern für meine Altersklasse auch. Und wenn die Jungs mal das ausprobieren wollen, könnt ihr gerne machen. Gebt mir mal eine Rückmeldung, wie euch das getaugt hat, die 4 Übungen im Kombi. Natürlich könnt ihr, wenn ihr euren Kraft messen wollt, eben mit Schrägbank drücken oder Flachbank drücken auch machen. Nur das, was ich zurzeit mache, ist dieses Programm. Viel Spaß, Daumen hoch, euer Pumping Erçan.